Hallo und willkommen zurück zu Orks müssen sterben ungekettet. Willkommen zurück. Wir spielen heute. Ich habe vergessen, wie die Map heißt und ich sehe es hier nicht. Doch, das steht da hinten wieder Egal. oben. Ach, das ist Die Lehrling. Äder. Ah, Das genau. ist das Counter Die des Blinker. Lehrling, okay. Ja, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch Level 1 bis 10 oder so. Die Endlos-Maps haben ja quasi auch verschiedene Level-Dings das. Oder so. So, wie auch immer, genau. Es ist endlos. Das erste Mal, dass wir endlos spielen, glaube ich. Und wir sollten uns jetzt erst einmal aussuchen, wer was mitnimmt. Ich nehme Feuer mit und ich nehme Normal-Damage-Sachen mit. Das heißt, du kümmerst dich bitte um den verfluchten Boden und die arkane Bowlingkugel und die Drachenlanze. Geht das in Ordnung für dich? Die habe ich alle drei schon equipped, wenn du mal guckst. Sehr cool. Ich nehme den Bodenflammer, den zähflüssigen Teer. Was brauchen wir noch für den Boden? Warte, ich glaube, wir brauchen nur diese drei Sachen für den Boden normalerweise. Ich meine, wir können für. Ja, ich nehme noch die Eisfalle mit für Wofür den willst du keinen hinteren Teil. platzieren? Nein, Schwefel benutze ich hier nicht. Ich benutze hier nur Bodenflammer. Das ist effizienter. Okay. Und dann nehmen wir noch mit Schwungkeule, Gravumfassroller. Jetzt haben wir natürlich viel mehr Slots, weil wir zu zweit sind. Insofern. Was könnte sich denn noch lohnen? Brauchen eigentlich nichts weiter, muss ich Wenn ganz wir ehrlich einmal sagen. generell brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Ich nehme einfach trotzdem mal die Barrikade mit, obwohl ich die eigentlich nicht benutze. Nö. Also gut, eine Wandfalle könnten wir jetzt noch alternativ zu den Gravumfassrollern benutzen. Fällt dir irgendeine ein, die Spaß macht? Weiß nicht. Ich benutze da eigentlich am liebsten Wandklingen. Oder wir nehmen Elektrum mit, ich weiß ja nicht. Aber eigentlich notwendig ist es nicht. Ich glaube, da nehme ich jetzt lieber die Wandklingen mit, dann kümmere ich mich um die Sache. Und ich nehme den Ring der Stürme mit. Glied des Zauberers. Ein Wächter braucht man. Tja, okay, und dann brauche ich noch Feuerrabatt, versteht sich. Von den Preisen her haben wir auch eine faire Aufteilung. Du hast die Drachenlanzen und den arkanen teuren Boden. Ja, okay. Gut. Das war's. So an sich. Komm mal anfangen. Okay. Komm mal loslegen. Okay. Das muss ich machen. Ich muss nur Damage machen, oder? 200.000 Damage ist eigentlich auch Ja, mehr und Leben. Ich unstabile glaube, Rifts zerstören, aber es geht ja nicht hier. 50 Rifte musst du töten, zerstören, die habe ich auch noch Ja, nicht, aber das ich hoffe, geht dass irgendwann die sowieso Weekly nicht. Challenge kommt, bei der viele spawnen, da kann man das schnell abhaken. Ah, Aber diese spiel Woche mal ist der leider. Bianca. So, hörst du mich wieder flüssig? Lade Das war bitte eine zu. Frage. Ja, ich habe dich nicht gehört, weil dein Spiel mal Laden der mich schon abgeschaltet Bianca. hat. Es gibt eine Weekly Challenge, wo ein Haufen Rifte spawnen und da spielt man Bianca. Okay. Die ist aber aktuell nicht da. Aktuell ist wieder eine, die wir schon gemacht haben, deswegen brauchst du gar nicht erst schauen. Ich höre Geräusche und ich sehe nichts. Ah, okay, jetzt Es sehe ist ich ja ein was. Sehr cool. Ladescreen, du aber nicht. Nein, jetzt sehe ich kein Ladescreen mehr. Na gut. Was wollte ich sagen? 5 Sterne sollte hier absolut kein Problem sein. Es wäre peinlich, wenn wir es nicht schaffen. Und die 1000 Kobold-Kills mit Bianca hast du schon und das vierte Achievement von ihr habe ich vergessen. Okay, Ich wir haben glaube. Bowlings hier. Was? Bowlings hier. Ja, das sind die Mama will zwei, teach you a die lesson. wir auf jeden Fall brauchen. Hat so an sich keine gigantische Priorität, würde ich jetzt mal sagen. Okay, wow, ich kann mir viel Okay, leisten. was für ein Du gestarteten darfst. Verfluchten? Ja, der verfluchte Boden kommt eigentlich überall hin, wo kein Teer ist. Mama does know best. Dreier-Ding, oder? Ja, vorne mache ich eigentlich nur zwei, aber ab der zweiten Reihe dann immer drei breit. Aber da haben wir doch genug Geld. Ja, Und das ich Problem ist, finde dass wir es irgendwann gut, keine wenn Slots mehr wenigstens haben. Also, jemand wenn wir hat. am Ende noch was bauen wollen, dann können wir es wieder machen. So, Level Up, Klasse 1. Was möchte ich haben? Ich möchte. Oh, da gibt's ja gar keinen Biss. Sternzeit 0. Ja, das schaffen wir leider nicht. Ja. Klar. Das ist so. Muss Shift drücken. Erinnere mich daran, dass ich immer Shift drücken muss. Sobald es geht. Das Einzige, was ich machen muss, insofern. Oh,
200.000 Damage mit Pionka scheint hoch zu klingen, aber mal ganz ehrlich, du wirst damit in Endos ist es problemlos möglich, 1 Million Damage zu schaffen. Mama does know best. Okay, jetzt sehr flüssig. Ob da oben in die Decke was bestimmt ist? Eine Werfung? Ja. Genau. Ich meine, wir können alternativ auch deine Feuerpfeile benutzen, wenn du sie schon dabei hast. Warumfässer kriegen wir insgesamt schon noch genug, würde ich mal sagen. Also für alle, die sich fragen, warum ich jetzt die ganze Zeit Shift drücken möchte, mir fehlt bei Zoe nur noch das Achievement, dass ich 15 Mal den Debuff bekomme vom Shift-Klick. Was bedeutet, ich muss das jetzt so oft wie möglich benutzen, weil es leider zufallsbasiert ist, nicht so oft passiert. Brauchst keine was? Ich brauche eigentlich gar nicht mitkämpfen. Oh, jetzt hatte ich gerade den Debuff. Cool. Okay. Ich baue einfach schon mal die Bodenflamme rein. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Mana. Bis zu ihm, auf seine Ebene kommt jetzt alles mit verfluchtem Boden. Da kommt die drei so, Teller also vorne sind die einzigen. Genau, das wird kein Rhythmus oder so, falls du jetzt Schachbrettmuster gedacht hast. Lohnt sich nicht, noch mehr Teer zu haben. Das ist meines Erachtens ist Damage wichtiger. Und den höchsten Erfolg, also 36 der Welle, den ich hatte, hatte ich damit, dass ich fast gar kein Teer mehr benutzt habe. Du hast den Glückstrank dabei. Ah ja, wieso? Damit du den auch brauchst. Weil ich kann. Obwohl, lohnt sich das am Anfang? Ich weiß nicht. Bringt die später mehr, weniger Geld, so wie das auch in dem anderen Orksmaster ist. Alten. Oh, hab ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Geld wird irgendwie immer erst dann ein Problem, wenn die Wächter zu teuer werden. Ansonsten kann man sich eigentlich immer alles leisten. Du darfst die Rifte zerstören, es kommen zwar eh nur voraussichtlich zwei. Hier kommen auch welche, okay. Ja, bis zur 26. Welle sind es glaube ich nur zwei oder drei, insofern. Tank die mal bitte. Ich versuch. Danke. Haben wir nicht wirklich Damage gemacht. Ja, ich meine, wir arbeiten hier sowieso nicht mit Barrikaden, insofern kann da nicht viel passieren. Aber ich möchte eigentlich, dass der Wächter möglichst nicht gedamaged wird bis zur... Ja, bis möglichst spät. Es soll nur Fernkampfangriffe machen. Ja, eigentlich hätte ich den noch gar nicht bauen brauchen, aber... Er war eh free. Ja, Regeneration ist immer gut. Anscheinend. Benutzt du das jetzt einfach so? Ja, warum nicht? Du bist halt irgendwie wasted. Gibt doch nie einen Grund, anscheinend effektiv zu nutzen. Ja, noch nicht. Als. Stein! Down.
Übrigens, wann, falls du mit Zoe die runterschmeißt, das Runterschmeiß-Achievement mal machen willst, dann baust du hier einfach die Barrikaden so lang, dass die Gegner hier am Rand langlaufen müssen. Passt sie alle runter. Braucht wahrscheinlich zwei endlos Versuche, bis du die 1000 Kills hast, aber ist an sich todsichere Taktik. Zwergpriester. Ich würde sagen, so ab der 20. Welle wird es dann langsam spannender. Okay. Da ist das erste Rift. Ich gehe hin. Die macht echt ganz schön viel Damage. Good blades. Yes. So, Bodenflammer sind fertig. Ich werde vielleicht drei noch hinten bauen. Du kannst dann anfangen, hier die Drachenlanzen überall zu setzen, wenn du willst. Wo genau? Na, hier so an der Seite immer so. Unchained! Den Seiten oder wie? Ja, also die Frage ist, ob wir sie überhaupt brauchen, aber setz ruhig einfach mal so auf jeder Seite 4 oder so. Wir haben irgendwie noch ziemlich Geldmangel. Und? Ich sag nur, ist irgendwie so, fühl mich so an. Und? Ist da auch schon alles voll mit Fallen? Die Decke ist noch komplett leer. Auf der Decke können wir nicht mal was bauen. Ist viel zu weit oben. Oh doch. Meinst du die Fässer über mir oder was? Das ist eine Wand. Ja. Weil die Decke da oben ist nicht wirklich bewohnbar. Nee. About traps.
Interessant, hier waren wir jetzt nicht zu schnell, nicht schnell genug, einen geilen Gegner töten. Du hast Fallen von mir verkauft. Ja. Es kommen insgesamt 6 Mal her. Ganz gerne da oben hier an der schrägen Wand deine Feuerpfeile benutzen. Dann mache ich die Fässer nur ganz oben. Das Problem hier auf der Map ist, dass später, na, wie soll ich sagen, es kommen irgendwie sehr viele Feuergegner. Anscheinend. Deswegen lohnt sich Barrikaden hier auch nicht so. Werden die Gegner schon langsam so stark, dass sie mir sogar echt Damage machen? Bin nicht so gut. Hoffentlich gibt mir das nächste Level ab wieder irgendwas, was ich mehr erleben habe oder so. Hast du denn noch eins übrig? Ich habe schon Klasse 4 geskillt. Da unten steht 14. Ach so, ist das schon das Maximum. Na, das Level geht schon noch höher. Ach so, also ich werde generell. Ich werde zum Skillen. Aber eben nur stärker, okay. Ja. Ich habe eigentlich nichts in Leben reingeskillt. Hab alles andere genommen, was da war. Na ja, gut, muss dann auch so reichen. Der Leben, was ich jetzt Level abkriege. Platz bei Trogard lohnt sich, die beiden Sachen zu nehmen, wo sie Lebenspunkte kriegen. Sau gut. Na, jetzt schaffen wir die Wellen schon langsam gar nicht mal. Jetzt läuft das einfach durch. Naja, das ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Und ja, da musst du dich dran gewöhnen. Später wird es so sein, dass wir am Spalt kämpfen und die nächste Welle startet schon und die erste vorherige Welle hat noch alle Gegner lebendig und ja, das wird dann halt so sein. Trotzdem kriegen wir alles tot. Ne. Nicht? Das ist aber schlecht. Ja, irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist aber der Sinn von Endboss. Wir sind schon in der 15. Mann, wir haben jetzt schon, wenn wir die Welle geschafft haben, 3 Sterne sicher. Reisen ja, aber nicht genug. Nee. Mit der Achievement. Das erste kriegst du für die 15. Will aber mehr als das erste. Sollte kein Problem sein. Lebensgute, ich weiß, ich weiß. Das ist einfach nur voller vollständiger Gegnerflow. Oh nein, der Zwerg. Der Zwerg ein Problem. Ich hasse den. Ich meine den Kobold, nicht den Zwergpriester. Ah! War doch ein Heiltrank, oh Mann. Achso, die Feuerdinger auf.
Wenn du da schon mal eine Karte hast. Our traps are being disabled. Der Typ. Von der Falle, okay. An unstable rift is opening. Get to it and destroy it. Rift. Ich sehe schon. Ey, blind. Destroy the unstable rift. Servus, Gegner! Das Problem ist, der Wächter kann uns jetzt nie wieder heilen. Er hat einfach keine Zeit dafür. Aber gut, das kann sein. Ah, ich bin out of Mana. Verdammt. Unchained! Das Problem wären später Schildtrolle, will ich nur mal so sagen. Ach, okay. Meines Erachtens sind Schildtrolle das Problem. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen eiskalt der Erfrischung entsorgen. Ich werde einfach immer reicher und reicher. Hab keine Zeit zum Ausgeben! Sag, wenn wir noch irgendwo irgendwas von dem Zeug brauchen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Au! Oh mein Gott, meine scheiß Dolch-Assassine! Oh, was machen die denn hier? Bring ihn um. Was? Das war kein ihn, das waren diese Steine. Ja, aber der Typ, der sie legt, lebt glaube ich noch. Was denn das? Hab nichts gesehen. Okay. 4 Sterne ist gesichert. Okay, welche Welle müssen wir kommen? 40? Was? Willst du mich verarschen? Das war eine Frage, beantworte sie mir halt! Das schaffen wir Fall nicht. Also ich würde mich wunder, wenn wir es in die 35. schaffen, beziehungsweise 36. 35 müssen wir, okay. Das kommt darauf an, was du erreichen willst. Ja, letztes Achievement. Es kommt nach der 45. aber das werden wir heute nicht schaffen. 45, oh, okay. So, mein Ziel ist jetzt einfach nur 5 Sterne. Und vielleicht die 35. Dann noch 8 Slots. Ja, das ist ein bisschen doof. Du hast nicht. Ups, ich hab E gedrückt. Ja. Mann, ich habe nur ein einziges Mal das Debuff bekommen in 19 Minuten. Ist echt scheiße. Also war es bislang nur ein einziges Mal Chicken? Ja. Toll. Total nervig. Ich werde sowieso noch ewig spielen müssen. Im letzten Mal hatte ich mehr Glück, als ich endlos mit ihr gespielt habe. Da habe ich, glaube ich, insgesamt 4 Stück geschafft. Oh, Hühnchen, klasse, okay, 2-mal. Wie sieht's eigentlich mit dem Guard aus, oder? Hat doch relativ viel Leben, wenn ich das richtig erkenne.
Wahrscheinlich denke ich das meiste für den. Später ist es so, du setzt ihn und er schafft die Welle nicht einmal zu überleben. Hä? Ist das Unchained-Ding jetzt in mir disappeared oder was? Ja, danke. Oder hat es so wenig gegeben? Glaube ich eigentlich nicht. Ich bin ja fast voll mit Unchained. Du hast Unchained, glaube ich, schon dreimal benutzt, also. Ja und? Ich sehe mein Unchained-Meter, das ist richtig voll. Oh wow, geht hier voll weg. Oh, ist ein Genolzüchter hier? Ja. Ja. Unchained! Oh, noch ein Hütchen. Okay, sehr gut. Ich bin am überlegen, ob ich das umbaue. Jetzt kommen auch die ganze Zeit Feuerogre. Ja. Oh, das bringt echt fast gar nichts mehr, das Unchained-Ding. Du kannst deinen Arcanic Bowling Ball noch zweimal setzen, ich sag dir auch wo. Au, oder? An dieser Wand und der auf der anderen Seite. Nein, nicht der, aber auch egal. Geht ich meinte auch? Die auf der anderen Seite, dass die sozusagen hin und her schießen, verstehst du? Die ach laufen so. Gar nicht so weit in die Wand. Oh, jetzt kommen die Bogenschützen. Achso, die laufen nicht so weit in die Wand, okay. Shit, ich muss anschauen, ich bin fast verreckt. Gut, wir haben zweimal die Schriftrolle der Lebensrettung. Wir könnten es also ganz gut hinkriegen. Ach du meinst Lebensrettung, ob das der richtige Begriff ist, aber gut. Nein. Ich glaube, leeres Portal oder so nennt sich's. Also wenn du irgendwann Zeit hast, die Bowlingkugel umzusetzen, wäre cool. Ja, wenn, halt. Ich kann ja nicht abbauen, verstehst du? Doch. Passt doch. Ja, die, du kannst schon mal kurz hier weg, das ist jetzt... Ja, ich kann nicht abbauen, mein Gott, Mann. Ja, abbauen kannst du zwischen den Wellen, das musst halt, darfst halt nicht verpassen, was... Jetzt! 6 Sekunden. Das ist, was ganz in der Wand steht. Gut. Achso, wir haben Maximum davon erreicht, das erklärt, warum ich nicht noch 2 bauen kann. Oh, du bist gestorben. Oh nein, jetzt schauen die so böse aus. Ja, das ist doch halt. Also ein Töten, der zu dir läuft. Der ist ziemlich zäh. Die fallen dann reichen gar nicht. Ja, naja, egal, unser Ziel haben wir erreicht. Nein, vielleicht schaffst du es sogar. Hab ich noch nicht erreicht. Das musst du ja auch heute nicht erreichen. Oh doch. Du kriegst mindestens 3 Achievements für diesen Run, also beschwer dich nicht. Mehr. Bin greedy. Nee. 30. Welle, Mann. Überall fallen Fässer runter. Ja. Okay, jetzt gerade ist wieder hin. Ich kann den noch setzen. Er wird eh nicht lang halten.
Frage ist, ob wir noch lang durchhalten. Rainbow, ja, genau. Immer. Our barricades are under attack. Oh, die ist bald weg, aber das ist egal. Sollten uns überlegen, was wir mit dem Slot machen. Ich würde sagen, noch eine Eisfalle. Wollte ich den noch platzieren? Der konnte nicht, schade. Ach so, die Scheißdrecksdinger. Oh mein Gott, Mann. Ich versuch's mal. Wenn die Japsen sich mal verpissen. Ja, ich glaube, wir schaffen es in die 36. Sollte ich jetzt nicht zu laut sagen, weil es kann sich zwei Wellen noch gut drehen. Ja, ich glaube, der erste kommt durch. Oder? Oder? Achso, bei Jordan ist er. Noch. Fall der Fälle, baue ich schnell einen Guardian hin. Kann er auch noch angreifen da. Ja. Level 20 Maximum, weil da unten passiert nichts mehr. Ja, kann sein. Scheint wohl so zu sein. Finde ich aber schade. Das werden wir ja noch total okay. Man soll ja schwächer werden. Oh, noch ein Hühnchen. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt schon viel gehabt. Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal E drücke hier. Macht das einen Unterschied? Ja. Hm. Sieht gar nicht mehr so stark aus. Wow, ist das sogar mal komplett leer hier. Heil mich, gib mir mal. Ja, na gut. Gut. Drei Wellen schaffen. Diese Fallen sind einfach fast permanent aktiv. Ja. Lol, ich hab was getrunken, hey. Oh, shit, Feuerhogger. So ein einziger Knorgener, der. Y. Oh mein Gott, man, ernsthaft. Und jetzt verschwindest du wegen einem einzigen Ogre dann. Okay. Weißt du, ich hab's doch. Da war doch gar nicht drin, als ich auf den Knopf gedrückt hab. Scheiß rechts Ping Delay. Ich weiß nicht, es waren zwei. Der erste ist gerade durch. Und dann hast du's aktiviert. Der war aber noch nicht durch, als ich auf den Knopf gedrückt hab. Na schon in Ordnung. Bin doch nicht blind. Ich find's nur blöd, dass du deswegen zwei Feuerogern aktivierst. Und nicht für eine komplette Welle. Aber ist egal, wir müssen nur noch die hier schaffen. Die wird jetzt übrigens schwer. Ich sehe da unten tot, aus euch kommen. Das ist egal. Es ist egal, okay. Oh, Mist, schade, selbst der ist nicht. Jetzt komm schon! Wieso zur Hölle mache ich so wenig Damage? Ach ja, logisch, Singleplayer. Nee, ich glaube, ich krieg keinen einzigen von denen tot. Nein, nicht Singleplayer! Wir sind einfach schwächer, weil die Gegner stärker sind. Das ist so schwer zu verstehen. Okay. Bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt noch schaffen. Bleib am besten einfach immer hier hinten.
Wir kümmern uns da vorne um gar nichts mehr. Also, wer war das? Ja, der hinter uns war, bist du blind? Keine Ahnung, ich habe E gedrückt, ich kann mich da nicht bewegen. Ich benutze meine Schriftrolle erst, wenn er wenn wirklich Game Over Gefahr besteht. Und das ist jetzt schon bei 5 Gegnern. Ich ras vor. Ja, okay, versuch's. Bitte. Aber sei schnell wieder zurück. Au. Ja, okay. Okay. Hi. Ja, ich glaube, wir schaffen es nicht. Ah, doch! Nächste Welle in 2 Sekunden! Oh mein Gott! Wir schaffen es! Ja, WTF? Was muss man bauen? Was muss man bauen, um in die allerletzte zu kommen, also 45 zu erreichen? Keine Ahnung, das habe ich noch nicht herausgefunden. Wahrscheinlich sollten wir. Hast du kein Geld gefunden dafür? Ich habe noch gar nicht gesucht, weil mir Endlos noch nicht so wichtig gewesen ist. Mir ist erstmal wichtig, dass wir überall 5 Sterne in Endlos schaffen, was ich noch nicht habe, insofern. Mit den 45, da können wir uns mit beschäftigen, wenn wir Level 100 sind. Ha. Das erreichen wir nicht mehr! Also muss es auch ohne gehen! Ja, natürlich wird es auch ohne gehen. Oh, wow, ich habe noch ein Hühnchen bekommen, Gott sei Dank. Also 5 Stück schon, cool. Ich glaube, ich bin bald durch. Ich war schon bei 9 von 15, also brauche ich nur noch 1, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, wir können jetzt dann eigentlich die Leute mal durchlassen und den Bart beenden. Nein, zieh dich nicht ein. Ziehst du nicht ein? Okay, dann streng dich an. Versuche ich. Vielleicht ist es ja doch einfacher. Also bei mir war es so, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich es in die 36. geschafft habe, weil ich schon so am Ende war. Dann habe ich mich gewundert, dass ich das Achievement noch bekommen habe. Insofern, wir sind jetzt auf jeden Fall besser gewesen, als ich in meinem Solo-Versuch. Der läuft so schnell. Weil wir jetzt ja tatsächlich schon am Ende der 36. sind. Wobei hier scheinbar so viele kommen, dass wir es nicht in die 37. schaffen werden. Ja, das ist ein Fehler. Nichtsdestotrotz wahnsinnig erfolgreich. Du kriegst jetzt mindestens 4 Achievements auf einmal. 3. Oh, ich habe meins für Zoe auch bekommen. Klasse. Nie wieder Zoe spielen. Oder zumindest muss. Das sind nur 3 hochgescrollt. Okay, wieso das? Ach, hier kommt 15, 25, 35 und dann das für okay. Beyond. Warum hat Steam mir nur 3 angezeigt? Naja, egal. Zoe kann aus meiner Liste entfernt werden. Die wird immer kürzer. Saugeil. Gut. Das geht hier nicht mehr. So, worauf hast du Lust? Willst du die nächste Map einfach auch mal 5 Sterne machen? Ich krieg ein Hintergrundbild. Ich krieg ein Avatar. Ich krieg noch ein Avatar. Aber, ja, es sind mehrere jetzt. Kannst du dir ja mal anschauen in Ruhe. Ich glaube, ich soll den Partner beten, oder? Ja, das wäre eine Idee. Werte nicht vergessen und weiter geht's nächstes Mal. Ciao. Tschüss.